Ah. So gut wie es gegangen ist, haben wir jetzt rausgemacht. Der ist nämlich ein Beschissenster zum Rausmachen. So. Haben wir gleich mal wieder neu. Wie ich ja gesagt habe, fangen wir jetzt erst an mit dem Zusammenbau. Dann haben wir eigentlich den Kolber. Bauen wir den, machen wir den ein bisschen sauber mal noch. Der hat da ein leichter Mangel, aber das ist jetzt so schlimm. Dann kommt da der 40x3 O-Ring. Das ist der gleiche. Kommt hier in der Nähe. Dann, wie ich ja erwähnt habe, ist das ja eigentlich so rot. Da haben sie mir aber so blau geschickt. Passt so vom Ding her. Dann haben wir den mal so weit. Dann war an dem hier, da ist leider das Eck weggebrochen. Genau. Da waren innen drin die zwei so Führungsringe. Glaube ich, habe das falsche Material. Sieht so ähnlich mal aus. Boah. Nämlich mit die Zimmer hängen müssen. Ja. Jetzt vom Ding. Außer die sind natürlich. Gut. Und eh mal oben rein. Passen auch. So, den haben wir ja auch noch gleich mitbestellt. Wie ich gesagt habe, wenn ich was wechsle. Oh. Upsala, habe ich doch nochmal zu klein bestellt. Das ist doch ein Fünfer. Hoppla, habe ich falsch gemessen. Nö, eigentlich nicht. Ist ein Fünfer. Ne, es ist 5,1, aber. Nö. Müsste der gleiche sein. Guckt auch Ibra raus, also seitlich. Weil das ist normaler 100er Durchmesser von der Welle. Also der Durchmesser ist 100. Und dann ist ein 92er O-Ring, 5. Durchmesser bis bei 102, also rechts und links 100 Euro, also müsste er drücken. So, das war der, das war der, das waren die Oberdinger. Dann noch von der Fläche her zum Abdichten am Zylinderkopf sind auch nochmal zwei neue gekommen. Ja, und zu guter Letzt der wichtigste Ring, der Dichtungsring. Muss jetzt gucken, vielleicht passt das Rohgrat drin.
So, da muss man natürlich gucken, bei der Dichtung, das ist jetzt die gleich, dass man da die Dichtliebe kaputt macht, sondern versuche auf dem äußeren Grenz zum Drücker. Ja, auf dem äußeren Grenz zum Drücker, ihr habt es jetzt wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ne. Ich zeige es euch nachher, wenn wir da drüber sind. Somit können wir jetzt eigentlich hier die Kolberstange sauber machen. So, wir haben jetzt ja endlich Rad braucht. Man sollte halt einfach einen 46er Gabelschlüssel haben. Dann wäre das gar kein Problem gewesen. Aber sowas haben wir ja nicht im Besitz. Aber wir haben ja gute Nachbarn, dann haben wir jetzt da gefragt, ob der einen hat. Die Teile von dem Zylinder heben wir mal noch auf, falls. Man weiß ja nie. Legen bloß jetzt geschwind da rein. Und da die, ja, ihr seht jetzt das Loch, da ist die Maderschraube drin und sichert den ganzen Kopf. Ich hoffe bloß, der ist nachher auch wirklich dicht. So. Nehme ich mal ein bisschen aus.
So gut wie es gegangen ist, haben wir das rausgemacht. Der ist nämlich ein beschissenster zum Rausmachen. So. Haben wir gleich mal die wieder rein. So, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt den Zylinder wieder eingebaut. Ich habe mir gestern, vorgestern war es glaube ich, oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, voll abdichtet. Den Zeh war dicht. Eben frei, hat geklappt, wie wir wollen haben. Und ja, vielleicht hätten wir auch bloß Dichtung vorne wechseln müssen, weil die nämlich so eigentlich eher hart war und nicht so wie die neue, so anpassend. Jetzt haben wir aber alles so ziemlich dick gewechselt. Jetzt haben wir sie reingestellt, noch abgeschmiert und ja, ist eigentlich bloß drehgeschwind. Hoffen man sieht was. Der Zylinder hat man den Bolzer rausmachen müssen, oben mit einem Spannstift. Sieht man jetzt bloß da. Da oben drin ist ein Spannstift. Ja. Den Bolzer raus und auf der anderen Seite, ja, ich habe es jetzt gezeigt. Machen wir es schön da rum, vielleicht sieht man es. Sehr schlecht. Kommt mal halt jetzt vorher zeigen soll. Vielleicht finde ich es. Komm ich so. Ja, da sieht man es ganz leicht. Da ist eine Führungsschiene mit zwei Bolzen, mit zwei Schrauben.
Und hinten ist ein Querbolzer drin. Da haben wir, wo den Zylinder oberst festhebt. Der hat auf der anderen Seite Vergrößerung. Und da dran ist dann nochmal Ding, dann, dass somit der Zylinder nicht abhauen und der Bolzer genauso wenig. Ja. Und somit haben wir den Zylinder rumgestellt, haben alles abgeschmiert, dass wir da auch fertig sind. Und kommt da noch ein Wagen rein, der 1800 kommt noch heraus. Da kommt noch ein Kreislegter rein. Da fahren wir aber nur drei Flächen ab. Dann haben wir schon die Hälfte hergerichtet von der Fläche. Und ja, dann sehen wir uns heute Mittag. Und auf dem Wagen eventuell. Ja, jetzt hat man verloren. Hallo hier. Ja, viel zu viel Licht. Ja, dann sehen wir uns vielleicht heute Mittag. Und ja, bis denn oder vielleicht ist auch der Fahrflug rum. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir Zeit schon verbraucht haben. Sonst bis denn. So, damit ist das Video wieder zu Ende. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder auch Anmerkungen, sonst was. Einfach unten rein, die werden dann wieder beantwortet. Und dann sieht man sich nächstes Mal. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.